Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Vlog, wir nehmen euch mit. Es ist Dienstag und das Porridge ist in der Mikrowelle und es steht viel an. Es sind schon ein bisschen wach, haben schon ein bisschen was gearbeitet. Heute steht ein Training an, dann nehmen wir euch auch wieder mit. Und wir können ja auch nachher gerne mal so ein bisschen auf das Thema so Realität eingehen, auf Social Media, was Training angeht und so weiter. Und auch zu unserem Training aktuell. Und genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn es gefällt, dann lasst gerne einen Daumen da oder schreibt gerne Feedback in die Kommentare, damit wir wissen, was können wir besser machen, woran wir arbeiten. Und jetzt gibt es Porridge und zwar mit Proteinpulver. Und zwar nehmen wir immer veganes Proteinpulver, entweder veganes oder vegetarisches. Und Leute, wir können euch vegetarisches mehr empfehlen, zumindest das von Broses. Wir nutzen das von Broses. Wir nutzen hier Chocolate Chip. Am besten ist aber, glaube ich, Spekulatius. Aber eigentlich sind alle geil. Alle sind geil. Weil ich finde, die Konsistenz wird richtig, richtig gut. Und es zieht irgendwie so viel Wasser und ist so richtig klebrig, puddinghaft. Und mit Instant Oats dafür. Weil dann wird es nochmal wie ein Pudding, Milch, Reis, irgendwas. Also wir zeigen es euch gleich. Wirklich 12 von 10. Und wenn ihr das mal testen wollt, bestimmt gerne bei Broses mit dem Code AM. Bekommt den maximalsten Rabatt und noch gratis Produkte mit beim Checkout. Also ich glaube ab 35 Euro geht schon los, bekommt ihr wirklich mehrere Riegel und so weiter. Wir blenden euch mal ein, was es aktuell gratis dazu gibt. Kennt ihr das, wenn der Haken hier, der war gerade so. Ich muss dann immer das gerade machen. Das triggert mich. Viel Spaß bei dem Video. Dieser Moment, wenn man überfordert ist, wie man eine Szene anfangen soll. Wir haben es auf jeden Fall aufgegessen und wollten einfach nochmal das Thema ansprechen. Realität auf Social Media, weil dazu haben wir auch wieder viele Fragen bekommen und haben dazu jetzt auch ein Reel hochgeladen auf Social Media. Weil, wie ihr wisst, Leute, gibt es auf unseren Instagram- und TikTok-Kanälen, also wir haben einen Kanal, auf unseren Social Media-Kanälen, sehr viel zum Thema Realität und so. Und wir zeigen halt nicht nur das perfekte Leben oder nur alles Schöne, sondern halt auch die Sachen, die vielleicht nicht so super laufen, denn es läuft einfach nicht immer alles super. Und auch wir haben mal Downphasen, wir weinen oft und haben Momente, wo wir uns denken, wie soll das funktionieren? Und ich folge so einer Influencerin, sie zeigt immer so dieses, ich nenne jetzt keinen Namen, es gibt viele Influencerinnen, die das so machen, dieses Start Your Day Right. Und dann geht man morgens joggen und trinkt aber vor dem Joggen erstmal vielleicht einen Smoothie oder komplett auf nüchternen Magen. Und Leute, ich glaube, das Gefühl Joggen ist jetzt gerade, wo das Wetter besser geworden ist, total wieder in Trend gekommen. Mhm. Und Leute, aber Joggen hat auch gewisse Nachteile. Ich kann nicht immer ein bisschen was einblenden. Es hat auch Vorteile wie fürs Herz und so weiter. Aber es gibt auch andere Cardio-Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten, um das Herz zu trainieren oder um das Herz positiv zu beeinflussen. Dafür muss man nicht zwingend joggen gehen. Man muss es auch nicht früh machen, muss es auch nicht jeden Tag machen, muss es auch nicht vor dem Frühstück machen. Und da eine ganz wichtige Empfehlung, wenn ihr auch hormonelle Probleme habt, Frühstück nach dem Aufstehen, kannst du ja jemand was dazu sagen. Also achtet darauf, dass ihr 30 bis 60, maximal 90 Minuten nach dem Aufstehen frühstückt, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt 8 Stunden oder länger nichts gegessen über Nacht. Und ja, ihr habt auf jeden Fall früh Hunger. Also mir kann auch keiner sagen, dass er noch satt ist vom Abendbrot davor. Der Körper ist halt wirklich so, ne? Bruder, 8 Stunden, ich hab Hunger wie sonst was. Ja, also ich habe eigentlich, ja man sagt dann so, ja man doch, ist noch satt vom Abendbrot davor, aber gut, manche essen vielleicht wirklich so spät. Ich esse jetzt immer nicht so spät, also ich bin schon so, es kommt auch an, 19 Uhr vielleicht. Bis 20 Uhr fertig mit dem Essen. Und trotzdem ist es was anderes, wenn man übergewichtig ist und abnehmen möchte und da ein bisschen Disziplin reinbringen muss. Aber wenn man eine normale Figur hat oder sogar sehr schlank ist, sehr dünn, dann sind das eher so Ausreden. Ja, esst früh was, ihr müsst euch vorher nicht bewegen oder solltet es auch sowieso nicht machen. Auf nüchternen Magen irgendwie Spaziergänge oder sonst was, das stresst nur euren Körper und euren Zyklus. Es kann zu Hormonschwankungen kommen, zu Zyklusstörungen.
Deswegen, das Erste, was man eigentlich machen sollte nach dem Aufstehen, ist, klar, man muss sich fertig machen, aber bevor man jetzt großartig sich bewegt, aktiv ist, esst erstmal was, gibt eurem Körper erstmal Energie, und trinkt arbeiten was, kann. Genau, genau, trinkt was Warmes, am besten, damit der Darm nicht überlastet wird. Es muss keine super große Mahlzeit sein, aber jetzt nur einen Shake zu trinken, ist vielleicht auch ein bisschen doof. Jeder ist individuell, manche kommen zum Beispiel mit Fasten sehr gut klar. Aber lieber ein Shake als gar nichts, also ja. Am besten natürlich eine Mischung aus Protein und Kohlenhydraten. Ja, also zum Beispiel eine Banane hat gleich so, gibt ein bisschen Energie, kommt schnell im System an. Und ein Proteinshake dazu zum Beispiel, das würde gehen. Oder ein Quark mit Banane oder so. Es muss jetzt nicht immer Pulverzeug sein oder so. Allgemein, man muss nicht mal Proteinpulver nutzen oder so. Das, man braucht das eigentlich theoretisch gar nicht. Aber wir nutzen, finden es als super cooles Tool und auch als coole Alternative für zum Beispiel unseren leckeren Proteinkakao. So. Boah, wollen wir Protein machen? Für später. Hast du den leer gemacht? Stimmt, wir hatten ja heute da. Ja, aber du hast die Anzeige genommen. So alles im Maßen ist in Ordnung. Aber nochmal zum Thema Realität. Ja, auch diese Filter heutzutage, die viel genutzt werden und Leute, auch jedes wunderschöne Model, was so scheinbar gut aussieht, hat auch Momente, wo es sich selbst unwohl fühlt oder stellen. Leute, Realitätscheck, ich bin gerade in der Lutealphase, die Phase vor der Periode und klar, Leute, ich brauche ein Ziel, kenne ich eine schlanke Frau sein, aber ich kann auch locker lassen, habe dann einen Playbau. Also, Dies ist normal, jeder hat eine Wölbung. Und ich bin gerade so, ihr kennt es ja noch viel mit Wimpern. Wir hatten ja Wimpern-Extensions gemacht. Und die haben jetzt gar nicht mehr, also wir haben jetzt gar keine Wimpern mehr drauf. Also unsere Naturwimpern logischerweise. Und es war so ein Moment, wo ich dachte, ich fühle mich nicht so wohl. Und haben uns was anderes dann drauf gemacht. Das waren aber nur so, die halten nur ein paar Tage. Und jetzt haben wir die mal komplett abgemacht, um die mal zu ja, wachsen zu lassen. Wir wollen jetzt trotzdem nochmal andere ausprobieren. Weil ich hatte so das Gefühl, ja, ich fühle mich wohler mit Wimpern und so. Aber eigentlich, Leute, man ist auch so wunderschön und braucht das theoretisch gar nicht. Trotzdem mag ich das mit den Wimpern, aber sich dann gar nicht mehr zu zeigen, weil man keine Wimpern hat, ist vielleicht auch doof. Jedenfalls genug gelabert, ich würde sagen, weiter mit dem Video. Das ist eine kleine Message an euch. Es ist auf Social Media, es ist nur das Internet, Leute. Früher unsere Eltern, deine Eltern, die werden wahrscheinlich auch sagen, das gab es alles gar nicht und da hat man sich nicht verglichen und so. Und vielleicht einfach mal ein bisschen dahin zurückholen, dass es das damals gar nicht gab. Und wenn man die anderen nicht sieht, dann wäre man doch eigentlich zufrieden mit sich selbst wahrscheinlich. Maria, was machst du? Ich mache ein Proteinpudding. Also wir bereiten den ein bisschen vor. Man kann den schön abkühlen. Dann toppen wir den. Leute, das ist richtig gut. Den haben wir jetzt erst neu für uns entdeckt. Aber der schmeckt echt gut. So, der ist ja schon fast leer. Ja, der ist auch schon fast leer. Packt den auf jeden Fall in euren Warenkorb und dieses Kabel ist verknotet. Ich knote das mal aus, sonst kriege ich Ärger. Und wir machen da rein solche, wir hatten noch einmal von Weihnachten, solche Smarty Bowls oder so. Die hacken wir klein und machen die mit rein. Smarties sind auch geil oder Schoko Drops, also irgendwie sowas. Einfach nur mit Wasser vermengen und dann kalt stellen. So sieht jetzt die Konsistenz aus. Also wirklich ein Pudding und es erinnert mich immer an diese Paradiescreme von Dr. Oetker oder so. Kennst du die noch? Ja, ja, ich kenne die. Die ist wirklich super. Boah, da sagst du durch. Da kam gerade das Ochse durch. Nee. Und so, das, so luftig ist das auch. Ja. Und das Tipp noch an den Kühlschrank stellen, weil wenn es kalt ist, schmeckt es nochmal besser. Aber so ist es auch schon richtig gut. Und 360 Kalorien, 66 Gramm Eiweiß. Und kaum Fett, 5 Gramm gleich. Also es ist eine ganz gute Alternative auf jeden Fall. Und man kann auch noch so Geschmackspulver reinmachen, um noch einen Geschmack zu verstärken. Also ja, wir können eigentlich alles empfehlen. Entweder Yummy Drops oder weiße Schokolade, Erdnussbutter, Karamell. Alles ist möglich. Ja. So Leute, wir haben uns das Mittagessen gemacht und zusammen einfach so einen Erbsentopf gemacht. Den gibt es übrigens, by the way, auch bei Bros dazu. Aber ein bisschen Brot. Und dann auf jeden Fall als Dessert diesen Nachtisch. Genau, irgendwie, wir sind schon super früh wach und irgendwie, es ist so, wir arbeiten eigentlich die ganze Zeit, aber gefühlt kommen wir gar nicht voran. Also irgendwie denke ich mir, der Tag hat viel zu wenig Stunden und ja, ich bin irgendwie mega müde. Aber nachher geht es trotzdem noch ins Training. Mal schauen, wie es uns bis dahin geht. Nachtisch darf nicht fehlen. Und zwar gibt es einmal Proteinpudding mit Pistazienmus und noch anderen Toppings. Und wir haben noch ein bisschen Rest von Zimtschnecken. Das gibt es noch.
So Leute, wir waren gerade einkaufen und zwar richtig fett. Hinten Kofferraum ist noch voll, weil ich fahre ja bald in den Urlaub und da habe ich schon mal ein paar Sachen eingekauft und deswegen Wohnmobil. Genau, Wohnmobiltour, deswegen müssen wir uns da selbst verpflegen. Also Maria nicht, aber mein Freund und ich, deswegen habe ich schon mal was eingekauft. Aber wir entscheiden Vibe, Leute, durch Kaufland zu gehen. Ich mag Kaufland, weil da hat man echt eine große und vielfältige Auswahl. Aber so für kleine Einkäufe mag ich eher kleiner Läden. Ja, also sonst gehen wir immer nur zu Penny oder Netto, weil Kaufland ist da eigentlich viel zu groß. Aber jetzt so, wenn man spezifische Sachen braucht, muss ich sagen, Kaufland ist schon echt gut. Ist halt so, es gibt so viel, dass man immer mehr kauft, als man eigentlich braucht. So, wir haben uns jetzt einen Quark gemacht. Da kommt vielleicht eine Erdnussbutter und Nüsse drüber. Und Maria nimmt gerade Magnesium. Quark steht bereit, den gibt es gleich und dann geht's ins Gym. Yummy! Aktuell läuft unser Training wirklich sehr, sehr gut. Maria und ich trainieren gar nicht mehr so oft gemeinsam. Aber heute haben wir mal wieder zusammen trainiert und es macht eigentlich echt viel Spaß, wenn wir zusammen trainieren. Man kann sich gegenseitig motivieren. Heute stand etwas Handstandtraining an. Also wir machen da einfach Kraftausdauerübungen, einfach spezifisch aufs Turnen, auf Handstände, auf Bauchmuskulatur. Das ist mittlerweile auch viel mehr unser Fokus, als einfach stumpf im Fitnessstudio zu trainieren, da wir einfach was mit unserem eigenen Körpergewicht machen wollen. Und deswegen finden wir so ein Training sehr, sehr wichtig und macht sehr viel Spaß. Es ist 18 Uhr. Wir sind jetzt fertig mit dem Training. Es war eine gute Einheit. Obwohl ich echt müde war und wir echt überlegt haben, ob wir gehen, aber wir dachten uns, komm. Weil zeitlich war es sehr, sehr knapp. Aber am Ende, wir haben jetzt auch keinen Stress oder so. Aber trotzdem, ja, wollen wir immer, dass alles nach Plan läuft. Das ist auch wieder so ein unnötiger Stress, den wir uns machen. Aber lief alles gut. Ich fahre jetzt Maria zu ihrem Boyfriend und dann fahre ich zu meinem Boyfriend und dann sehen Maria und ich uns morgen früh wieder. Heute wird nicht mehr viel passieren. Ich werde mir abends mit meinem Freund Raps machen. Ich glaube, das habe ich im letzten Video auch schon gemacht, aber irgendwie bin ich gerade auf dem Rap-Game, auf dem Rap-Trip. Und genau, das war es also mit diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Schreibt gerne Videowünsche in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao.